Die Frauen am Brunnen. Und wir sind heute zu sechst. Und wir wollen über den Emotion Code sprechen, denn im Vorgespräch hat sich herausgestellt, dass wir das sehr interessant finden. Jetzt machen wir wie üblich erstmal ein Check-in. Also, ich bin eben die Heidi in Umbrien. Heute ist es ein bisschen warm. Und jetzt ist es schon um 7 abends und insofern fängt es langsam an abzukühlen. Aber ich war den ganzen Tag praktisch drin, weil es kühler ist. Und ja, ansonsten läuft das Leben so vor sich hin und irgendwie passt es. Dann gebe ich weiter an die Marie-Rose. Ja, ich war heute mit dem Fahrrad unterwegs an der Kühl, wo es auch so viele Überschwemmungen gegeben hat und habe gesehen, dass eine Brücke da, so eine Fahrradbrücke, wirklich total umgeknickt und umgekehrt im Fluss da drin liegt und gleich daneben die Zugbrücke, die standgehalten hat, aber wo, ich weiß nicht, 20 Meter hoch das angeschleppte Holzzeug und so liegt, ja. Ja, ich war gestern auch schon, weil das mich doch beschäftigt. Und ich freue mich, dass wenigstens jetzt gutes Wetter ist, weil die Leute da alle ihre Türen und Fenster offen haben, damit das Haus wieder austrocknen kann. Und ja, wie die Menschen überall auf der Straße sind und da putzen und aufräumen. Und es berührt einen schon. Ne? Und auch, dass richtig große Bäume umgefallen sind und mitgerissen worden sind. Es ist schon, es ist krass, ne? Ja. Ja, so war ich heute. Ansonsten in meinem Garten ist es einfach schön mit den vielen Reken. Ist alles ganz toll gewachsen und alles ganz schön grün, grün, grün überall. Ja, das ist halt die gute Seite davon. Ich gebe weiter an dich, Anna. Dankeschön, ich bin ja gerade erst reingekommen. Okay, und zwar komme ich aus dem Gautinger Schlosspakt. Jetzt habe ich einen Zettel extra geholt, um dieses schwierige Wort, ein Zeta-Ritual, Offering the Gift of Life an der Würm. Also sprich, da ist ein Rinpoche und der zelebriert gerade ein Ritual, um das Leben zu unterstützen, um alle Tiere, die in Angst sind und stellvertretend eben die Forellen, die wir gegen eine Spende gegeben haben, worum halt gegeben wurde, und die werden in die Würm freigelassen, die Forellen, stellvertretend für das Tierleid. Genau, und das war jetzt gerade, ich musste früher gehen, damit ich eben hier da sein kann. Genau. Ja, und jetzt freue ich mich, dass ich da bin und gebe weiter an die Monia. Ja, danke. Wir haben es in Wien angenehm. Also es ist schon warm, aber es geht noch, und in der Wohnung ist es überhaupt so. Und ich habe im Keller unten Wäsche gewaschen, da ist es überhaupt kühl. Also ich war sehr emsig heute. Und ansonsten finde ich also das Thema, das wir da im Vorgespräch begonnen haben, über Grundbedürfnisse und Emotionen, sehr gut, sehr interessant, sehr ansprechend. Und selbst navigiere ich auf einmal meine Emotionen, also auf eine sehr lässige Art. Das ist neu für mich, aber ist angenehm. Und ich hoffe, ich werde das beibehalten können. Und ich gebe weiter an die Martini. Danke, Monia. Ich bin frei. Man hört mich, gell? Ja. Ich wohne in Kritzendorf bei Wien. Es ist sehr schön, nicht zu warm. Auch mein Garten ist sehr grün und ich war auch auf dem Fahrrad heute zu einem Bio Bauer, um Gemüse zu holen für eine Woche. Das ist ungefähr eine halbe Stunde Radeln. Und da habe ich auch sehr viel gesehen, was an der Donau überströmt wurde. Teilweise sind die Leute sehr beschäftigt mit dem Schlamm transportieren ihre Gärten wieder, schauen alle sehr grau aus, aber keine Zerstörungen, wie die Rosemarie gesagt hat.
die Marie Rose gesagt hat. Und ich war heute nicht so fleißig. Und ich habe gedacht, ich kann nicht teilnehmen, weil wenn man an meinem Computer arbeitet, aber ich habe doch noch nicht aufgegeben. Und jetzt sitze ich da bei euch und ich finde es sehr fein. Und das Thema ist für mich nicht so, dass ich davon selber Erfahrungen habe. Natürlich über Emotionen und die Grundbedürfnisse, das weiß ich auch. Aber mit dieser Technik, wovon ihr gesprochen habt, da habe ich noch nicht keine Erfahrung mit. Ich bin neugierig, was das heute Abend sein wird. Dankeschön. Und ich gebe weiter an Erika. Ja, danke. Ich grüße euch aus Niederbayern. Ich hatte heute einen ziemlich vollen Tag und ich habe den ganzen Vormittag damit verbracht, schöne Texte auszusuchen und Geschenke einzukaufen, weil bei uns in der Familie und im Bekanntenkreis momentan sehr viele Festlichkeiten, vor allem auch Geburtstage, auch Runde sind. Und es hat mir heute richtig Spaß gemacht und dann war ich in der Arbeit, auch mit dem Fahrrad. Da hatte ich ein ganz schönes Gespräch mit einer alten Dame, mit einer 84-Jährigen. Und genau, am Montag hatte ich zufällig eine Sitzung, auch da ging es auch um den Emotions Code, um Glaubenssätze auch. Und das fand ich sehr, sehr hilfreich. Ich mache jetzt gar nicht mehr ganz viel. Ich mache alle 6 Wochen mal eine Stunde. Und ja, und deswegen finde ich das jetzt total witzig, dass das Thema jetzt hier auftaucht. Genau, und dann geht es mir auch so, was du gesagt hast, Marie-Rose und Anna. Ich bin im Moment auch ganz viel bei den Menschen und bei den Tieren, denen es jetzt irgendwie nicht so gut geht, die halt ihre Nöte haben. Das beschäftigt mich auch so, das schon seit einer geraumen Zeit. Dann gebe ich an dich weiter, Heidi. Ja, danke. Ich würde dann an die Marie-Rose und auch an dich, Erika, und auch an die Monja, die es ja das Buch gerade gelesen hat, denn wir haben in unserer englisch sprechenden Gruppe davon erfahren, von dem Emotion Code am Montag, vergangene Woche, nee, diese Woche. Und würde ich gerne es euch überlassen, da mal drüber zu sprechen, das, was ihr darunter versteht, was ihr verstanden habt und wie ihr das macht. Und dann, wir kommen dann rein mit Fragen oder was auch immer. Magst du anfangen, Marie-Rose? Du bist stumm. Ich würde jetzt nicht so gerne eine Einführung machen. Ich weiß nicht, Erika oder ich Moni? Ich meine ja nicht unbedingt Einführung, sondern was du auch im Vorgespräch schon gesagt hast. Aber Monja, willst du es theoretisch einführen? Nein, auch nicht. Nein. Erika, auch nicht. Dann erzähl mal über die Erfahrung. Also ich mache mal die Bildschirm freigeben. Wo ist es denn? Unten da. Ich glaube, es muss die... Ja, aber ich finde, ich bin mein Dings jetzt gerade nicht. Ach gut. So, und dann, ja. So, seht ihr es jetzt so? Ja. Die Tabelle? Ja. Ja, gut. Ja, also es geht darum, herauszufinden, etwas präziser herauszufinden, welche Emotion blockiert einen gerade, ne, jetzt. Und da hat man halt so eine intuitive, so eine Frageabfolge, damit man etwas schneller durch diese 64 Stück, die da aufgezählt sind, durchkommt. Ne? Und es braucht eben entweder kinesiologische Antwort, wann ein Ja ist und wann ein Nein ist. Man stellt eben immer nur Ja-Fragen, also Fragen, die mit Ja oder Nein beantwortet werden können. Ne? Und man muss im Vorhinein nicht unbedingt jetzt ein bestimmtes Thema da dran
im Auge haben oder also sich an ein bestimmtes Thema orientieren. Ne? Das kann sich auch zeigen durch die Emotion, die dann herauskommt. Ne? Und dann wird eben gefragt, hallo, ja, erst fragt man, ob es passt, dass wir jetzt darüber fragen, welche Emotion jetzt gerade eben bei der Person vordergründig blockiert. Ne? Und dann wird gefragt, ist es aus der Spalte A, ja oder nein? Ist es aus der Spalte B, ja oder nein? Und danach ist es aus einer ungeraden Reihe, 1, 3 oder 5, ist es aus einem, oder ja oder nein? Ist es aus einer geraden Reihe, 2, 4 oder 6? Und dann kommt man eben, ist es der erste Begriff, der zweite, die, oder ist es die erste Emotion, die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte? Und dann kommt eben, irgendwann kommt dann ein Ja. Ne? Und dann guckt man auch so, aha, welche Assoziation habe ich dann dazu? Stimmt das? Oder welcher Lebensbereich oder welches Thema ist da? Welches Thema in meinem Leben ist davon betroffen im Moment? Ja. Und dann kann man es eben über den Rücken abstreifen und dann fragt man nachher, ist diese Emotion jetzt so gelöst, ja oder nein? Oder braucht es weitere Informationen, kann man auch fragen? Oder sind noch weitere Emotionen, die jetzt dazu gehören, zu die wir herausfinden müssen, die wir lösen müssen? Also so kann man weiterfragen, ja. Das ist jetzt das Grundprinzip. Ich weiß nicht, Erika oder Monja, möchtet ihr was ergänzen? Das ist so die Grundfragerei. Pass mal auf, wenn du deine Bedürfnisse nach Marshall Rosenberg auch hochholst, wir sehen nämlich praktisch deinen ganzen Schreibtisch. Und wenn du das nebeneinander stellst, nee, du hast das ja offen. Schon den Emotions Code. Alles? Ah ja, ich hatte gedacht, ich hätte... Ich sehe unten, ja, wenn du das noch hochholst, ja, dann... Ja, okay. Okay. Mhm. Ja. Und da eben dann danach gucken wir jetzt, und das hat sich eben, wie gesagt, als doch sehr förderlich und gezeigt, ne? Und welches Bedürfnis steht dahinter, welches erfüllt werden möchte. Ne? Und da habe ich das, ich habe diese Bedürfnisse, die Grundbedürfnisse von Marshall Rosenberg, habe ich eben auch in so eine Tabelle gemacht mit 2 Spalten und 6 Reihen und da finden wir dann das auch heraus. Ja, also mit der gleichen 8 Fragen finden wir das heraus. Und dann kann man natürlich im Gespräch auch weitergehen. Ja, wie kann ich dieses Bedürfnis erfüllen? Also, dass es nicht nur dran hängen bleibt, etwas energetisch abzustreifen, sondern schon auch ins Konkrete dann reinzugehen. Ne? Mit welcher Strategie kann ich dieses Bedürfnis dann vielleicht erfüllen? Ich weiß nicht, ob jemand von euch jetzt... ob wir das mal mit einer Person jetzt ausprobieren wollen, so ob das geht, ob wir uns das zutrauen, ob wir da ein Ja oder ein Nein finden. Oder habt ihr Fragen? Na, ich finde es sehr interessant. Ich weiß, kann mir es noch nicht so recht vorstellen, wie es funktionieren soll. Lass uns erstmal die Erika nochmal fragen und ihre Erfahrung. Und was sie da erlebt hat, sie hat ja offensichtlich ein paar Stunden mit einer Therapeutin gemacht. Wenn du uns das nochmal erzählen kannst, und vielleicht können wir das dann irgendwie versuchen durchzuführen mit irgendeiner Freiwilligen. Also das mit dem Durchführen weiß ich jetzt nicht, kann ich mir jetzt nicht so vorstellen über das, aber bestimmt, was ich noch ergänzen kann, ist, dass sich quasi das Magnetfeld des Körpers mit dem Magneten, also dass die so eine Verbindung eingehen und dass das tatsächlich dann so gedacht ist, dass diese Emotion, diese blockierende Emotion auch tatsächlich und für immer gelöscht ist. Und meine Erfahrung ist, dass im Grunde genommen das ist, was dadurch jetzt ein Therapeuten von außen kommt und ich kann ja im Grunde genommen eigentlich mit vielen Emotionen was anfangen, aber genau in dem Moment ist das total wichtig, wie die Marie Rose auch schon gesagt hat, die eigenen
Assoziationen und also, dass man dann im Grunde genommen auch selber damit arbeitet. Das kann ja dann niemand mehr von außen so weit machen und dann einfach auch ins Gespräch gehen und also ich fand es sehr, sehr hilfreich, einfach als Input erstmal, dass einfach so ein Thema auch konkretisiert ist und dann einfach mit jemandem, der einen gut begleitet, da dann nochmal ins Gespräch geht und oft bilden sich dann auch Glaubenssätze heraus, die man dann so hinterfragt zusammen. Also das war zumindest jetzt meine Erfahrung in den letzten Sitzungen und das fand ich sehr hilfreich. Genau, und ich denke mir, dass es dann fast gar nicht so wichtig ist, welche einzelne Emotion das dann ist, also weiß ich, das ist jetzt meine Theorie, sondern dass es wirklich einfach um die Vertiefung geht und dass dann die Antworten auch selber aus mir herauskommen. Also das ist nicht nur etwas, was einfach von außen nur da ist. Also das wäre jetzt das, was ich so ad hoc beitragen könnte. Danke. Also, mich hat vor allem interessiert die Sache mit dem Magnetfeld. Also dass wir ein Magnetfeld sind, haben um uns. Und wenn da Störungen sind, dass die eben dann ausgeglichen werden können. Also ich habe auch einen ganz kräftigen Magnet bestellt, der hält, glaube ich, 40 Kilo. Und habe das vor allem also versucht, auch bei den verkrampften Faszien meines Mannes, da im Bein bin ich also immer rauf. Und er hat gemeint, es rieselt, wenn ich das mache. Also vielleicht, ja. Also das war das, was mich jetzt wirklich eine ganz konkrete physikalische Tatsache und nicht nur das psychische Pendeln, also mit der Kinesiologie. Wie meinst du das, Marie-Rose, wenn man es selber macht und man hat dann einen negativen, dann kann man es nicht halten, oder wie ist das? Genau, dann kann man es nicht halten. Weil ich habe ein einziges Mal war ich bei so einem Seminar und also das hat bei mir nicht funktioniert, die Kinesiologie. Ich habe das irgendwie mit den Gedanken, glaube ich, also sie hat dann aufgegeben bei mir. Ich finde es auch sehr spannend, dass du, also ist es wirklich, ich habe mich nicht so genau darüber erkundigt, was mit dem Magneten ist. Also ein ganz normaler Magnet, aber ein richtig starker, den du da einsetzt. Das, ja, also die, irgendwer hat gesagt, wir sind ja auch magnetisch. Das heißt, wenn ich entlang fahre, hat das auch so eine Wirkung. Aber ich komme natürlich nicht bis zu meinem Steißbein hinunter. Also das ist ganz klar. Aber ich habe mir gedacht, ich probiere das mit einem ganz normalen Magneten aus. Also es gab, das hat singende Steine geheißen. Das sind magnetisierte Hämatite, die wie Oliven ausschauen. Also wunderhübsch, aber das war mir einfach zu teuer, dass ich damit, ich hätte dreimal so viel die Versandkosten als die Steine selbst. Und jetzt habe ich mir einfach einen normalen Magneten bestellt und jetzt schaue ich einmal. Ganz klar ist mir noch nicht, wie du zur Emotion kommst. Also du schaust die Tabelle nachher an oder vorher an? Oder? Nachher, also eine Person fragt ab oder ich mache es mit geschlossenen Augen und gehe mit dem Daumen so runter, damit ich meine behalte. Eine Frau fragt eben nach und wenn es in der Spalte A ist und dann zum Beispiel Reihe 3 und der fünfte Begriff, dann wäre das der vierte Begriff, dann wäre das Traurigkeit. So, das kommt dann. Danach guckt man drauf, ne, welche es ist. Vorher guckt man wirklich, dass man meditativ da drin ist und mit seinen ganzen Energien, um rauszufinden, ja, was könnte es denn sein? Und dass also das jeweils einem Organ zugeordnet wird, wird damit dann auch weitergearbeitet? Kann man. Habe ich jetzt so noch nicht weitergemacht. Manchmal habe ich gedacht, ja, stimmt, es ist das Organ auch gerade bei dem Moment ein bisschen, aber ich habe damit mich nicht sehr stark tief auseinandergesetzt. Ja. Wie erkennt man, dass du zum Beispiel, du sagtest Reihe 3 und dann das vierte, woran erkennst du das, dass du da hingehen musst?
kinesiologisch, ne? Oder? Ich frage sie ja so ab, immer. Ah, okay. Frag sie alle durch, ja? Frag sie durch. Nicht alle durch, eben mit diesem System, ne? Spalte A oder Spalte B. Bei welcher kommt ja und dann welche Reihe? Bei welchem kommt ja, kommt ein Ja und dann bei welchem Begriff? Der wievielte Begriff in dieser Reihe, in dieser Spalte ergibt ein Ja. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Ja, schön. Da wollen wir mal die anderen fragen. Was habt ihr davon jetzt mitgekriegt? Was könnt ihr dazu sagen? Magst du erst noch mal rausgehen aus dem Screenshare und vielleicht, wenn wir es dann noch mal brauchen? Ja. Ja. Anna oder Martini? Du bist schon entstummt. Ja, ich habe gerade gemerkt, also ich merke, ich bin einfach baff, weil ich überrascht bin von dem Thema und bin überhaupt nicht informiert. Genau. Also insofern kann ich wenig, also habe ich natürlich Gedanken dazu, weil ich ja natürlich verbunden bin mit der GfK, genau, und Kinesiologie weiß ich prinzipiell auch, aber ja, mehr weiß ich einfach noch nicht. Ich höre jetzt lieber noch ein bisschen zu und gebe weiter an die Martini. Ja, mir ist die Frage gekommen, wie Monia gesagt hat, sie hat ein Magnet. Und dann mit diesen Organen, die zu einem Thema passen. Ist es dann möglich, dass man mit diesem Magnet über diese Organen geht und dass das dann eine Wirkung hat? Oder ich verstehe es nicht ganz, wie das funktioniert, aber ich denke, es ist sehr interessant. Also nach dem Buch ist es so, dass zuerst die Emotion festgestellt wird und durch den Magnet wird das dann aufgelöst sozusagen. Also, aber dann weißt du, von der Tabelle weißt du gar nichts, die Marie-Rose gezeigt hat. Da weißt du nichts. Im Buch ist auch so eine Tabelle. Also nicht die vom Rosenberg, sondern die andere Tabelle ist auch im Buch. Aber ich kann, also ich habe Pendeln, habe ich nicht, das kann man auch vorstellen, weil Pendel kommt ja auch aus dem Unbewussten. Also das ist quasi ein Kontakt zum Unbewussten. Ja, genau. Und da hat jeder einen anderen Zugang, der ihm am leichtesten fällt. Ne? Ich weiß nicht, was könntest du dir denn vorstellen, Monia, was für dich der Zugang sein könnte? Für mich ist es tatsächlich das Wort Ja oder Nein. Ja, ich habe es auf die Weise noch nie probiert, aber. Darf ich kurz fragen, von welchem Buch ihr sprecht? Ich schaue, wo ich es habe. Der Emotionscode heißt es. Gibt es auch Deutsch? Also es gibt Englisch und Deutsch. Also ich merke, ich bin ein bisschen so, ja, also so im Staunen oder ja, schon ein bisschen im Widerstand, weil ich mir denke, von außen, also ist nicht meins, dieses Kinesiologische. Ich merke, ich bin total glücklich, dass ich kenne ja eine Menge Listen und so. Es ist ja nicht ein, es gibt ja nicht eine Liste, Rosenberg-Liste oder so, gibt es ja gar nicht. Ich total glücklich bin, dass ich mein sprachliches Repertoire, was Gefühle anlangt, wirklich erweitert habe, aber dass ich verstehe, das ist mental und wirklich die Gefühle zu fühlen über die Körperebene, das ist für mich das Kostbarste eigentlich, was in den letzten Jahren passiert ist bei mir, dass ich wirklich fühle und nicht nur weiß, was ich fühle. Ja, ich denke, das ist ja auch eines der wesentlichen Dinge, die wir lernen können. Und was immer wieder schwierig ist, weil wir ja so mental
mehr oder weniger aufgewachsen sind und geprägt worden sind. Und was ich jetzt verstanden habe, das ist eben im Vorgespräch das Thema aufgekommen, Anna, als du noch nicht da warst, dass man offensichtlich bestimmte Emotionen identifizieren kann, die einen im Moment oder auch vielleicht langfristig blockieren können. Und dass man auf diese Art und Weise sehen kann, um welche es sich handelt, welche Emotionen. Und dass man dann durch diese Technik sich praktisch, weil das ja eine blockierende Emotion in dem Moment ist, in dem Zusammenhang, dass man sich derer entledigen kann. Und du hast nicht gefunden, das Buch? Ich habe es nicht gefunden, ich weiß nicht, wo ich voran. Ich habe es irgendwo aufgeschrieben, wie der heißt. Irgendwas. Also es ist mit Sicherheit leicht im Internet zu finden, weil es ist gerade sehr populär, die Methode ist sehr populär im Moment. Und vor allem der Begriff Englisch ist a trapped emotion, dass es also eine Emotion ist, die irgendwo verkapselt ist. Mhm. Und auf die Weise dann freigesetzt werden kann. Da frage ich mich, wo ich das hingelegt habe. Ja, der Vorschlag war, dass wir es mal an jemanden ausprobieren. Wer würde sich denn zur Verfügung stellen? Zur Not mache ich es, aber ich biete es gerne an. Ja, ich kann mich auch zur Verfügung stellen, aber ich gebe es auch gerne an dich weiter. Ich sehe mich ja immer so ein bisschen als Moderator. Also. Ja gut, dann stelle ich mich zur Verfügung. Und Marie-Rose, kannst du die Fragen stellen, weil du hast so ein bisschen Erfahrung damit? Du musst aber dich entstummen. Ja. Ja, dann lade ich dich ein, Monja, ja, die Augen zu schließen nochmal ganz. Wir können alle auch mit. Genau, ich wollte sagen, wir können das ja alle machen. Damit wir das Feld ein bisschen stärker haben. Ne? Mhm. Die Augen schließen und dann ganz nochmal bei dir ankommen. Und wir alle sind mit dir. Und dann frage ich vielleicht als erstes, Monja, ist deine Seele bereit, eine Emotion zu finden, sie finden zu lassen, die gerade im Moment blockiert ist bei dir? Ja. Gut. Ist es eine Emotion aus der Spalte A? Nein. Ist es eine Emotion aus der Spalte B? Ja. Ist es eine Emotion aus einer ungeraden Reihe? Nein. Ist es eine Emotion aus einer geraden Reihe? Ja. Ist es aus der Zweierreihe? Weiß ich nicht. Ich habe ein Nein, aber wir gehen mal weiter. Ist es aus der Viererreihe? Nein. Ist es aus der Sechserreihe? Ja. Ja. Mhm. Ist es der erste Begriff? Nein. Ist es der zweite Begriff? Nein. Ist der dritte Begriff? Nein. Der vierte Begriff? Nein. Der fünfte Begriff? Ja. Ja. Und auch der sechste. Können es zwei sein? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, es kann auch der sechste sein. Hast du bei sechs auch ein Ja? Ja. Ja, gut. Das ist Minderwertigkeit und Wertlosigkeit. Kannst du was, welche Assoziationen fallen dir dazu ein? Minderwertigkeit und Wertlosigkeit. Alter fällt mir dazu ein. Mhm. Ja.
also Alters, Schwäche. Was ist die 5? Die 5 ist Minderwertigkeit. Und die 6 ist die Wertlosigkeit? Ja. Ja, es ist also die altersbedingte Schwäche. Die mich also minderwertiger vorkommen lässt vielleicht. Also körperliche Schwäche, ja. Mhm. Gibt es noch eine andere Emotion, die blockiert ist und die jetzt benannt werden will? Ja, kann ich sie benennen? Ärger. 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 Hilft es der Monja weiter, wenn wir gucken, welches essentielles Bedürfnis dahinter steckt, das erfüllt werden möchte? Ja. Gut. Dann würde ich jetzt auch die Bedürfnistabelle abfragen. Ist es ein Bedürfnis aus der Spalte A? Ja. Ist es ein Bedürfnis aus einer ungeraden Reihe? Ja. Ist das ein Bedürfnis aus der ersten Reihe? Nein. Hast du gesagt? Nein. Nein, okay. Ist es ein Bedürfnis aus der dritten Reihe? Nein. Ist es ein Bedürfnis aus der fünften Reihe? Ja. Ist es der erste Begriff? Jein. Gut. Ist es der zweite Begriff? Nein. Der dritte Begriff? Eher, ja. Der vierte Begriff? Nein. Der fünfte Begriff? Nein. Gut. Dann ist es, was hatten wir jetzt gesagt, der erste oder bei dem dritten hattest du ein klares Ja, das ist Einfühlung. Und bei dem ersten hattest du ein Jein, das ist Bildung. Welche Assoziationen fallen dir dazu ein? Also Einfühlung wäre ja auch Empathie. Ja. Ja, also das wenig Empathie gezeigt wurde, wo ich dachte, sie sei vorhanden. Mit Bildung fange ich eigentlich nichts an. Mhm, gut, dann lassen wir das. Kannst du herausfinden, wo, bei wem du dir die benötigte Einfühlung trotzdem erfüllen kannst? Ja, ich kann mich einfühlen. Das ist die einzige Möglichkeit, dass ich mich einfühlen kann, warum er so agiert, wie er agiert. Mhm.
Kann das, ist das die Lösung für das heutige Thema oder noch ein anderes? Das ist die Lösung. Also, das ist die Lösung. Aber da bin ich vorher schon drauf gekommen, glaube ich. Also dazu habe ich mich, und das hat mich auch sehr heiter und gelassen gemacht, also wie ich gemerkt habe. Also, wenn ich Verständnis aufbringe, dann ist es eigentlich relativ egal, ob er Verständnis aufbringt oder nicht. Mhm. Ja. Und was entferne ich jetzt? Wie bitte, was? Wie entferne ich jetzt? Also wo? Ja, ich frage gerade noch, sollen wir den Prozess jetzt so abschließen? Ist das im Moment jetzt mal okay so? Ja. Gut, ja. Jetzt könntest du natürlich auch noch eben mit dem Magneten, gell, was machen, wenn du einen da hast. Okay, ich hole ihn. Der liegt nicht da, weiß ich, wo der liegt. Ich weiß nicht, ob man es immer über den, weil das hier jetzt um Einfühlung geht, vielleicht kannst du es auch auf dem Herzen machen. Ja, ich schau mal. Ja, genau. Also meine Erfahrung ist, wenn mich die linke Schulter schmerzt, da ist also etwas blockiert. Und das werde ich vielleicht jetzt mit dem Magnet abstreichen. Es rieselt bis hinauf, ja. Es fühlt sich leichter an, ja. Ja, es fühlt sich leichter an. Magst du was dazu sagen, Monja, für den Prozess, zu dem Prozess? Erstmal wollte ich dir danken, Marie Ross, dass du das jetzt so spontan geleitet hast. Ja, ich danke auch. Und was möchtest du fragen? Wie dir das dabei gegangen ist. Wie kamen die Fragen? Manchmal kamen sie ja geschossen richtig raus, die Antworten. Manchmal ein bisschen länger. Ein einziges Mal. Ich kenne ja die Tabellen nicht. Ne? Ja, eben. Und das ist, glaube ich, günstig. Weil wenn man sie kennt, dann ist es wahrscheinlich schon wieder schwieriger. Ja. Ne? Ja. Man darf nicht da auf die Tabelle starren. Ja. Ich habe auch nicht auf die Tabelle geguckt, damit wirklich wir im freien Raum sind. Ne? Und ich habe immer die gleiche Antwort gehabt, wie du kurz bevor du es gesagt hast. Ich habe immer das gleiche Ja oder Nein gehabt. Ja. Ja. Aber also für mich ist es auch jetzt irgendwie so,
weil ich ja das in den letzten Tagen mir erarbeitet habe selbst. Das ist eigentlich nur eine Bestätigung. Ne? Oder es ist eine Bestätigung, nur ist da vielleicht das schlechte Wort dafür. Das heißt, im Grunde ist es im Feld ohne dies in Bearbeitung, sagen wir mal so. Und sucht sich dann eine Möglichkeit, es zu konkretisieren. Das ist jetzt eine Theorie von mir. Ja. Ich habe eine Frage. Diese Sicherheit von dir, dass du gesagt hast, das ist es, das ist es. Mhm. Ist das dieses Einfühlenvermögen von Marie Rose und dir, dass das jetzt ein Einswerdung stattfindet? Weil ich kenne das Ganze, die Tabelle nicht. Und ich wüsste nicht, soll ich jetzt A sagen oder B oder der dritte oder der fünfte? Es ist ein eigenartiger Widerstand gegen das, was nicht stimmt. Okay. Also es war schon, also... Also es ist ein sehr offenes Präsentsein. Mhm. Mhm. Gegenseitig. Mhm. Dass ihr euch helft. Es ist wahrscheinlich... Neue Raum schaffen. Eine Resonanz im Raum, ne? Ja. Okay. Wir haben ja auch in den Raum gehalten, nicht? Und die Frage ist, ob du da dich getragen fühlst. Und ich glaube, ich weiß nicht, ist es Marie-Rose, dass es eine Entsprechung ist zwischen dir? Du hast gesagt, du hast es auch gespürt, aber du hast sie doch nicht dahin geführt. Sie hat doch sich selber gesagt, nein oder ja oder sowas. Und das habe ich jetzt verstanden, dass Martini das fragte. Ich kann mich auch täuschen. Aber mich interessiert das auch, wie du zu diesem spontanen, du hast gesagt, ein subtiler Widerstand gegen die falsche Antwort, sagen wir mal so. Und deswegen. Es war nicht einladend. Also das, ja. Wenn es die richtig war, da hat sich irgendwie geöffnet. Also das war, ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, also wie die Erika gesagt hat, also dass man die Sachen pendelt. Also das ist sicher auch vorstellbar. Ich hatte gerade das Idee, dass es so wie Karten ziehen, nicht? Und es ist gerade die richtige. So. Bloß, dass es dann, wie die Marie-Rose sagt, dann die Fragen, die Antworten auftauchen irgendwo in dir. Ist es das? Ja, kann du was sagen? Intuition? Ja, ich denke, wenn man im meditativen Modus ist, dann sind solche Sachen viel leichter, um in Resonanz zu gehen mit den Fragen, die man sich stellt. Hm. Ja? Ich glaube auch, dass das Thema im Feld schon da ist und dass so die eigene Körperintelligenz oder das Unbewusste da einfach drauf reagiert und in Resonanz geht. Ja, wir haben uns eigentlich noch nie wirklich damit beschäftigt, was ist das Feld? Das haben wir noch nie, ist ja auch schwer im Sprachlichen zu definieren und allmählich auch in der Peergruppe und im Salon kommen wir in Bereiche, wo man also sprachlich wirklich nur noch tastet. Das dürfte die Zeitqualität derzeit sein, auch für mich. Wir haben zum Beispiel sind wir zum Hüter der Schwelle gekommen, der gewisse bestimmte Bewusstseinszustände abschottet, wenn du noch nicht bereit bist dazu. Und also das ist etwas, was wir im September als ersten Salon jetzt uns anzunähern versuchen.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass also bei dieser Methode, wenn du für etwas noch nicht bereit bist, dass es dann eben auch nicht funktioniert. Also dass das schon, also die gewisse Bereitschaft und natürlich die Trance oder wie du sagst, also die meditative Trance öffnet dich ja für solche Dinge. Und dann ist es leichter. Aber was ist das Feld? Lass uns erst mal Anna fragen. Das ging ja nun nicht mit Kinesiologie, sondern direkt mit Antworten. Kannst du damit was anfangen? Also ich fand es jetzt spannend, was du, Monia, gesagt hast mit diesem, du hast das Ja gespürt, die Offenheit. Und ich kenne es, also so als Aussage, das Leben kennt eigentlich kein Nein, also so in dem Sinn, sondern eben dieses Ja und nachzuspüren, was das Ja bedeutet, finde ich spannend. Weil Widerstand kennen wir natürlich, aber das habe ich den Eindruck, ist eher was, was mit der eigenen Biografie zu tun hat. Aber das Leben selber, da ist es spannender zu fragen, wofür ist man offen? Wo ist das Ja? Und das, so sehe ich es in Verbindung mit Vitalität, mit Lebenskraft und Intuition eher ganz körperlich. Wo ist so, sozusagen wirklich spontan ein Ja, ohne dass man es mental begründen kann? Ja, also überhaupt das Bedürfnis, es mental zu begründen oder zu definieren und so weiter. Also das ist etwas, was ich kenne, was für viele so ein Hilfsmittel ist, aber was nicht unbedingt ans Ziel führt. Also das ist die intuitive Möglichkeit, führt weiter, meiner Ansicht nach. Wird häufig vom Mentalen einfach übertönt. Ja. Drum bin ich ja jetzt derzeit, ich habe es jetzt einige Nächte gemacht, es gibt ja da die Lehrrede der liebende Güte und dass man sich den Gedanken entzieht, bevor sie noch wirklich ganz auftauchen. Und damit habe ich jetzt einige Nächte gearbeitet und zwar mit Mantra. Also ich bin ja da sehr flapsig und sage, ich knall das Mantra drauf und es funktioniert. Also es funktioniert, ja. Also so habe ich damit auch zu arbeiten versucht, also die letzten Nächte. Habe ich noch nicht verstanden, was heißt zu arbeiten versucht? Was wolltest du? Was war dein Ziel? Ja, ich habe negative Gedanken abstellen. Okay. Also, ja. Oder grübeln oder überhaupt. Ja, danke, dass du daran erinnerst. Ich habe schon lange nicht mehr das gemacht, so mit Mantras draufklatschen. Ja, aber das hat mir auch schon öfter gut geholfen, ja. Wobei ich jetzt derzeit ja immer noch am luziden Träumen bin. Wir haben es jetzt in dem Wilber-Buch, in dem Einfach das, hat der Wilber sehr präzise über luzides Träumen geschrieben. Ich habe es bisher nicht gelesen gehabt. Also es ist wirklich günstig, dass wir alte Bücher wieder aus der Wilber-Phase 4 doch wieder hervorgeholt haben und zwar zum Thema Geist großgeschrieben. Und das hat also wirklich jetzt sehr viele Räume geöffnet, die unerwartet waren im Salon, weil wir bisher uns nie so vertieft haben. Außer in der geschlossenen Gruppe damals, da sind wir auch ein bisschen in die Richtung gekommen. Aber ja. Darf ich noch was nachfragen? Weil, wie gesagt, das mit den Gedanken war mir jetzt neu, weil ich kam eben aus dem Park und habe am Anfang nicht mitgekriegt. Also ich bin ja am Schauen, weil negative Gedanken kenne ich natürlich ausgesprochen gut. Die Frage Mantren, ja genau, also eine andere Energie drüberlegen, du sagst draufknallen, ich kenne noch annehmen, also wenn ich an Jack Kornfield denke oder so, der sagt dann benennen, Vergangenheit oder Zukunft oder Urteil oder wie auch immer. Und dass eben das Draufknallen, das, da merke ich, da ist so bei mir so ein, keine Ahnung, ein Widerstand im Sinn von, du sollst ja Ja sagen lernen. Du sollst ja eben nicht es nicht haben wollen, sondern beobachten.
Also das fällt mir halt ein, als reine Lehre. Ich denke, je nach Situation sind unterschiedliche Methoden angepasst. Also ich habe das Draufklatschen gemacht, wenn ich wirklich nur noch rumgesponnen habe, wenn es mir wirklich dreckig ging, ne? Dann hat das wirklich geholfen, hier oben mal Stille zu bringen, ne? Und danach ins Fühlen zu gehen, ne? Und ins, ne? Aber es hat halt in meinem Leben schon ein paar Situationen gegeben, auch wo ich einfach, alles zu viel war und das hier oben sich verselbstständigt hat. Also meine Erfahrung ist eben, dass Mantras auch, darum habe ich es jetzt auch verstärkt eingesetzt, weil man soll ja praktisch im Wachbewusstsein luzide sein, um es dann auch im Traum sein zu können. Und dass Mantras auch im Traum wirken. Also wenn du einen Albtraum hast und du hast ein Mantra, das ganz selbstverständlich aufsteigt, also ich habe das damals geträumt, dass ich das Mantra verwende, und dann lösen sich diese Albträume auf. Sie verlieren buchstäblich also an Intensität, also sie werden blasser und sind dann weg. Also mit Mantren zu arbeiten ist, glaube ich, wirklich ein gutes Werkzeug. Und das Draufklatschen habe ich ja nur so gesagt, also weil ich eben empört war, dass ich da plötzlich wieder in solchen Gedankenschleifen bin und benennen und so. Ja, das wirkt dann nicht wirklich, aber das Mantra wirkt. Und ich habe auch eine Kette aus Jack-Knochen. Und die Jacks sind ja sehr beharrliche Viecher und die gehen weiter und weiter. Und die gibt mir auch, also die ist ja natürlich aufgeladen allmählich, auch diese Kette. Und das gibt mir so auch immer dann, allein wenn ich sie in die Hand nehme, spüre ich schon, ja, da lässt sich's lösen. Magst du sagen, welches Mantra du verwendest? Oder? Ja, ich bin erst vor kurzem draufgekommen, dass es, ich glaube, ich habe es eh schon erwähnt auch, dass es auch das Mantra für den Weltfrieden ist, was ich nicht wusste. Es ist Om Namo Narayanaya. Das heißt, es ist eigentlich auch der vollkommene Mensch, habe ich immer auch gedacht. Also das, was du als Mensch sein kannst. Om Namo Narayanaya. Aber es ist das Mantra von Vishnu, der also zwischen Brahma und Shiva ausgleicht. Habe ich erst vor einigen Tagen mir ergoogelt, weil ich das auch nicht wusste. Und das Mantra habe ich schon, also ja, soweit ich mich erinnern kann, das war das erste. Und es hat ja sehr viele A's, also sehr viele herzöffnende Töne. Und ja, kann ich allen nur empfehlen. Es ist kurz, manche Mantren sind so ewig lang und das ist kurz und ja, also bei mir wirkt das gut. Na sowas, jetzt reden wir über Mantras. Also mir ist nur eingefallen, dass wenn, also negative Gedanken kenne ich unglaublich gut und da habe ich gelernt, also zu sagen, geh in den Körper, beobachte den Atem, benenne die Dinge, die um dich rum sind, einfach um dich selber zu regulieren. Das ist das, was ich gelernt habe. Und ich habe zum Beispiel, also ich meine, ihr wisst ein bisschen was von meiner Biografie. Ich kann das 100-Silben-Mantra auswendig. Und das kann ich auswendig, weil ich einen Freund habe, der hat das auf der Fahrt in die Klinik als Arzt, also eine Dreiviertelstunde Strecke, und der hat mir das richtig vorgemacht, dieses Diamantenschleifen und immer dasselbe. Und damit es auftaucht, sozusagen von alleine. Bei ihm funktioniert es mehr als bei mir. Ich merke diese Traumaregulation und das, also ich merke einfach, in den Körper gehen fällt mir am leichtesten. Ich mache ja auch dieses kohärente Atmen am Jungbrunnen mit dem Günter Enzi. Mit wem? Günter Enzi, das ist bei uns jemand in Wien, der das eben anbietet. Und ja, also das hat auch jedes Mal völlig andere Wirkungen und ist wirklich, wirklich erstaunlich. Also weil du doch vorher den Puls weil du sagst Körper, ne? Also dass du den Puls wirklich anregst und dann hast du eine Entspannungs-, also Nachatmen immer, das Ganze fünfmal, machen wir es, weil es für mich ältere Dame also doch etwas schon schonender ist. Und
Das ist dann eben eine Entspannungsphase, wo also die Musik alleine schon Serotonin bewirkt. Das ist, ja, also und ich habe sie so, das ist immer am Mittwoch und es ist wirklich durch mich durchgerieselt, durchgesprudelt und ich habe zum ersten Mal seit langem wieder, dass das der Wahrnehmende und das Wahrgenommene ist eins. Und das war also sehr beglückend, unerwartet. Ich stelle mir nie vor, was sein wird und das war sehr beglückend, ja. Ich wollte dazu sagen, ich habe auf thewisdomfactory.net, da ist ein Interview mit Günther Enzi und dann hat er auch eine kurze Demonstration gemacht, also ich glaube 10 Minuten oder eine Viertelstunde Kurzfassung seiner, ja, seiner Technik. Er macht es virtuell, ihr könnt auch teilnehmen, wenn ihr wollt. Also im Herbst jetzt, dann geht es erst wieder weiter, im September. Und ja, also es tut mir, weil ich sonst nie sehr viel Bewegung gemacht habe und da hupfe ich und da hacke ich Holz. Und also das ist für mich ideal. Tja. Ist das das, also ich schaue mir es an, danke, ist das das holotrope Atmen? Nein. Das ist kohärentes Atmen. Also, warte mal, ich habe da. Der Titel in der Wisdom Factory ist Jungbrunnen. Mach ich. Mhm. Warte mal, ich habe da Vagalatmung, nennt das auch. Mhm. Und es gibt auch im Internet 5 Minuten Vagalatmung. Mhm. Ich kann dir den Link schicken. Okay, danke schön. Okay. Ja, spannend. Also, ich fand es auch total spannend, das so mitzuhören, euer Duett sozusagen, Marie-Rose und Monja, und überhaupt keine Sekunde langweilig, obwohl wir nichts zu tun hatten dabei, außer nur dabei zu sein. Aber es dabei sein, die Qualität des Dabeiseins macht es ja auch aus, nicht? Und die Idee, mal über ein Feld zu reden, obwohl wir ja nun ja nicht unbedingt Feldtheoristen sind oder sowas. Mhm. Ich glaube, Rupert Sheldrick könnte man da vielleicht einladen. Ja, wäre schon mal toll. Aber erstmal sind wir heute und es ist Juli und der Sommer ist zur Entspannung da. Lass mal gar nicht so viel tun. Ich fühle es ganz sehr, ich habe gar keine große Lust, die üblichen Sachen zu machen. Und dann fangen wir dann im September wieder an. Und ich danke euch, dass ihr da wart, aber ich würde trotzdem noch sagen, dass wir ein kurzes Checkout machen darüber, wie ihr damit jetzt heute in dieser Stunde, wie das für euch war, was ihr jetzt fühlt, denkt oder was weiß ich, riecht. Vielleicht könnt ihr meine Rosen riechen da. Das kriegt das Internet ja noch nicht hin, aber... Und Monja, magst du gleich anfangen? Du bist entstummt. Ja, unerwartet das Ganze. Und ja, ich freue mich, dass ich den Prozess gemacht habe, weil ich fühle mich jetzt gut. Danke, Marie-Rose. Und danke, Heidi, für den Raum und danke euch allen fürs Raumhalten. Und ich gebe weiter an die Martini. Ja, danke schön. Ich habe, also wie du gesagt hast, Heidi, es ist jetzt Juli und dann kommt August. Ich habe diese Methode, um der Beobachterin und Beobachter zu sein in der Hängematte. Und wir können das alle jetzt in August machen. Ja, nichts tun und in der Hängematte diese Problemchen, die womöglich auftauchen oder Gedanken anschauen und wie die Wolken fliegen lassen. Und ich habe kein Magnet, aber ich staune über die Vielfalt des Grüns und die Blätter und die Bestrahlung von dem Licht und die Farben, die
Die Blüten sind so gewaltig, so intensiv ist alles jetzt. Und das genieße ich sehr. Und dann ist eigentlich für mich es ein ganz einfacher Weg, um in der Gegenwart zu kommen, zu sein. Dankeschön für diese Methode. Ja, ich habe es wohl davon gehört, aber noch nie so erfahren wie jetzt. Und ich habe das sehr schön gefunden, die Offenheit. Und ich habe das auch gefühlt, diese Getragenheit, ja, die wir uns gegenseitig schenken. Dankeschön. Ich gebe weiter an Marie Rost. Ja, mich hat es jetzt auch gefreut. Hat mir gut getan, das zu teilen. Ja. Weil ich es schon auch als nützliches Handwerkszeug erfahren habe. Ja. Ich habe noch eine Frage an dich, Monia. Dieses Vagalatmen, kommt das aus der Polyvagaltherapie? Ja, genau. Ach so. Also ein Buch habe ich auch. Ja, spannend. Okay. Ich schicke dir auch den Link von den 5 Minuten, wenn du es willst. Ja, ja. Tun ist was anderes als lesen. Das, ja. So. Ich kann euch die Tabellen auch zuschicken, wenn ihr sie haben wollt. Ja, ne? Vor allem die Bedürfnisse. Und, ja. Ich fand die Atmosphäre auch schön. Es macht einfach einen Unterschied, wenn alle so etwas mittragen, ne? Und sich einfach nur einlassen, ne? Dann spüre ich oder meine ich, das Feld stärker zu spüren. Ne? Ja, ich gebe weiter an dich, Erika. Was ihr immer alles wisst, Vagalatmung habe ich noch nie gehört, werde ich jetzt gleich nachschauen. Genau, was mir noch eingefallen ist zu den Mantren, dass ich habe auch viel mit Mantren gearbeitet, aber ich habe mich damit beschäftigt. Und seit einigen Jahren mache ich nur noch deutsche Mantren, was mir sehr, sehr gut tut. Das ist für mich wesentlich, also das ist einfach total schön. Dann fand ich sehr beeindruckend, wie ihr das hier aus dem Ärmel hier gestemmt habt, Marie-Rose und Monia. Einfach, das fand ich echt toll und auch mutig. Und ich war ganz überrascht von dem Thema. Ich war nämlich auf was ganz anderes eingestellt. Ich war nämlich sehr berührt von dem, was du geschrieben hast, Anna. Und war eigentlich auf das eingestellt, dass wir über das einfach sprechen. Und das würde ich aber gerne nochmal aufgreifen, weil das hat mich auch sehr, sehr angesprochen. Genau, und dann wünsche ich euch allen eine gute Nacht und einen schönen Abend. Und dann gebe ich weiter an dich, Anna. Ja, danke. Also da kann ich nur bestätigen. Ich fand die Atmosphäre auch total, also ja, entspannt und ruhig und diese Offenheit von euch und dir, Monia und Marie-Rose, also einfach, dass ihr zwei den Prozess einfach gemacht habt. Also ich staune einfach. Vom Thema her war ich wirklich überrascht, aber das habe ich ja kommuniziert. Und habe aber in meiner Mail aber auch geschrieben, dass ich natürlich nicht erwarte und schon gar nicht, wenn ich gar keine Antwort kriege, dass das Thema heute schon drankommt. Also nachdem ich nichts gehört habe, ja, war mir halt irgendwie wichtig, weil der Impuls der Brunnenfrauen geht schließlich von euch aus. Also dass es die live in Gauting gibt und dass es jetzt ein integrales, eine Atmosphäre kriegt von Präsenz, also ja, hat mich also sehr, sehr bewegt und danke eben an die Brunnenfrauen, Heidi und Moni, also ihr und Marie-Rose, die ihr begonnen habt damit. Danke. Ja, danke. Wir können das gerne nächstes Mal aufnehmen. Wir haben halt im Vorfeld besprochen und da kam das so hoch und da habe ich gedacht, das hat so eine gute Energie und das machen wir einfach, nicht? Und da waren alle einverstanden. Nächstes Mal hoffen wir, dass wir das dann zusammenkriegen und dann können wir das besprechen. Ich danke euch erstmal für heute. Fürs nächste Mal werden wir uns gleich nach der Aufnahme absprechen. Und ja, ganz toll. Ich habe wieder was gelernt. Und das ist ja die Hauptsache. Ja, du bist noch was.
Bitte? Machst du ein Doodle oder für den nächsten Termin? Oder? Ja, das machen wir jetzt gleich. Ich tue jetzt erstmal, ich mache jetzt erstmal die Recording aus, ne? Und dann gucken wir mal. Okay.